Herzlich willkommen, ich bin André von der Pro Sports Alliance und wir nehmen euch heute mal mit bei einem Tag Coaching. Machen hier jetzt ein bisschen Warm-up, dann geht's auf die Strecke. Warm-up-Programm heute. Wie es hier schon drauf steht, Race Day Warm-Up. Wir simulieren heute ein bisschen Renntag, dass wir da einfach ein bisschen Routine reinbekommen, dass wenn die Rennen starten, dass dementsprechend auch alles normal ist, dass man das gewohnt ist und dass man da natürlich auch ein bisschen ausprobieren kann. Deswegen beim ersten Massagegang Foam Roller, aktivieren die Muskulatur ein bisschen, da werden locker. Dann Ski-Erg, Bike, hat jeder ein anderes Warm-Up-Tool, sag ich mal. Und da gibt es eine gewisse Struktur, die testen wir heute. Aber ist natürlich individuell, also hat jeder so ein bisschen abgeändert, auf ihn zugeschnitten. Und dann Mobility, dass alles schön beweglich ist, dass dann auch Motorrad auch läuft. Darauf war das Kissen eine Scheiße. Die Matratze muss nach ein paar Jahren nochmal erneuern. Je nachdem, wie viel die halt benutzt. So, Jungs machen sich warm am Ski, irgendein Rudergerät. Was wir jetzt beim Warmmachen darauf achten, ist, dass wir verschiedene Pulsbereiche reingehen, relativ locker anfangen, Routine kommen, dann auch mal Vollgas geben, so dass auch einfach das Laktat schon mal ausgeschüttet wird und bei alle Bereiche einmal abgedeckt werden, dass wenn es auf dem Motorrad losgeht, dass der Körper dann dementsprechend bereit ist. Also Mobility geht es auch jetzt einfach primär darum, einfach so zu machen, als würdest du Rennen fahren, was du da machst von der Routine. Und ich schaue mir das schon an, wenn ich der Meinung bin, dass fehlt noch irgendwas, ergänze ich das dann. Okay. Du kannst im Stehen machen oder im Sitzen. Du hast zum Beispiel für hinteren Seite hast du einen Sitz gemacht. So. Ja, heißt, wenn du dabei jetzt relativ Spannung drauf hast, bist du auch wieder in der Hüfte steif. Und du willst gerade die Hüfte, ist dann einfach das, wo du drauf achten willst, dass es wirklich locker ist. Also auf die Beine. Dann hast du hier hinten an der Seite, die hinten lockerst. Ja, und ja, du willst zwei Finger und dann Daumen. So tust du halt theoretisch nochmal genauer die verschiedenen Muskelgruppen anspannen, weißt du? Ja, noch besser ist, wenn du das Knie hebst. So. Gut, war schon. Big body out, AMG, I'm trying to shine it dead week. So, wir sind jetzt gerade an der Strecke angekommen. Freitag in Lommel. Heißt, Freitag Lommel, Strecke ist nicht geschoben. Viele Chili-Fahrer, ist perfekt. Zur aktuellen Phase. Wir werden heute viel intensives Training machen. Das ist auch das Ziel. Starts und hohe Intensität, dass wir eben den Maximalspeed hochkriegen. Und schnell genug sind wir im Rennen. Deswegen, ihr habt schon gesehen, Stefan, Jan waren schon da beim Warm-up. Jetzt kommt der Rest von den HPM-Jungs. Und Cyril, Genot kommt auch noch dazu. Und dann heute 10 Minuten, vor allem einfach Rhythmus finden. Fangt an, seid direkt voll da, überlegt euch vorher, was ihr machen wollt, so, was sind die wichtigen Sachen. Strecke ist gut kaputt. Mal schauen, dass ihr einfach direkt von Anfang an mit den Wellen spielt und einen Rhythmus aufbaut. Gerade weit schauen, Jonas. Was heute wichtig sein wird, ist weit springen. Bedeutet, ihr habt nach den Sprüngen immer 2-3 Wellen später, wo ihr reinspringen könnt. Nutzt die anderen Fahrer auch, dass sie da sind. Hängt euch ruhig mal dran, auch wenn es mal nur eine Sektion ist, so dass ihr einfach mal euch Sachen abdruckt. Auch wenn ihr nicht wisst, wo die Spur ist, vielleicht eine andere Linie einfach mal gucken und da viel ausprobieren. I'ma get this my best. She asked me how I'm doing, how I'm dealing with the stress. I said I'm good, but the truth is that my life is a mess. So for now, I've been blaming it on these women. It's crazy how good pussy is blinding when you make decisions. Mix it up with real shitty timing that we're giving. It makes it hard to believe I'll be good, but I got a vision. I see myself on big stages, keep rapping. I'm down to do whatever the fuck it takes to make it happen. And I'ma keep calling out the fakes like some fashion. Lately, Trax been moving all over the states, he's gaining traction. But that could slip with one wrong move. That's why I tighten up my grip with each and every shows. Well, life's a game, I make a lot of moves. I think that I can see a victory coming. I've got a lot to lose. Someone should have fired for me.
because my light is getting dim. Ist Wellengang auf jeden Fall heute, hier am Meer. Ganz starker Wellengang. Ja, ist halt Lommel Freitags, ne? War noch nie schön, wird nie schön sein, aber muss mal durch, ist halt so. Ja, bestes Training für alles. Danach kann einen, glaube ich, nichts mehr schocken, also. Schon 30 Fahrten in einer Session. Start 15, Start 15. Also irgendwie Mini hat den Hintern verarscht. Hat uns wieder gelobt. Ja, 215 hört sich besser an als 30. Geht so. Willst du das für dich ernähren? Ja, ist auf jeden Fall genug Zeit, um sich zu verbessern. Gut, erste Session vorbei, Welttraining Quali, direkt hier Masters-Modus, WM-Modus, das ist auch so bei den Eintagsveranstaltungen. Strecke ist richtig rough, schwierig und kurzes Päuschen, wieder Energie sammeln und dann geht's weiter mit Start und Sprint. Macht Spaß, ist geil, sehr ermüdend. Dementsprechend ist der Akku auch schon relativ leer, aber wir bleiben dran. Ladebuchse kaputt. Ist doch wahr, ist anstrengend. Macht Spaß und ist anstrengend. Dann ist doch gut, das heißt nicht. Kennt ihr Trapattoni, Flasche leer? Ja, ich fühle mich wie Flasche leer. That was a tempo I could hold like more laps. So I started to like loosen up a bit, you know. I was not too pushy because otherwise after two laps my arms are... So, do you actually enjoy riding in Lommel on a Friday? Yeah, sure. The track is pretty tough at the moment, so like a lot of GP riders were here before me and the track is rough, but something I like. It's just at the beginning, the first few laps are pretty difficult because you have to start riding on something that have been ridden before, so but at the end everything went good, so just doing my laps and try to gain some speed, and now we're gonna do some starts and try to improve on that and we will see how it goes. War für mich auf jeden Fall ein mega geiler Trainingstag. Jetzt ist erstmal langes Wochenende angesagt und kommt so langsam alles zusammen. Die Intensität war wichtig heute reinzupacken. Ja, jetzt können die Rennen demnächst mal anfangen. War ein Top-Tag hier mit den Jungs, mit André und dem ganzen HPM-Team. Pro Sports Alliance. Ja, natürlich Pro Sports Alliance. Aber ich danke dem André direkt. Ja, wie Stefan schon gesagt hat, hohe Intensität, sau anstrengend, aber ich denke mal, im Rennen werden diese Tage auf jeden Fall die entscheidenden sein. Und ja, haben alle durchgezogen, war top, also so kann es weitergehen. Anstrengend, gut, kaputte Strecke, top. So, Tag ist vorbei, guten Tag gehabt auf jeden Fall, die Jungs haben sich gut gesteigert.
Am Anfang war es auf jeden Fall eine Herausforderung, direkt auf so einer kaputten Strecke klarzukommen. Aber das ist auch die Kunst. Deswegen machen wir das, dass man eben lernt, egal wie die Bedingungen sind, egal wie schwer die Strecke ist, dass man sich gut fühlt und einfach sein Ding macht und auch egal was aus drumherum um einen passiert. Deswegen, das war gut, auch die Battles waren gut, haben sich gegenseitig gepusht. Zirin hat ein paar gute Fortschritte über den Starts gemacht und ja, guter Tag würde ich sagen.